Hallo YouTube und herzlich willkommen hier bei Modbox. Ich bin's, der gute Pamu. Und ja, wir schauen uns heute eine neue Map an. Dabei handelt es sich um die Maypole Farm in der Version 1.0. Wie man schon mal sieht, wir haben hier eine recht große Karte. Ich gehe mal stark davon aus, dass es eine Vierfach-Map ist. Denn wir haben hier 128 Felder und Wiesen, so wie auch, wenn man das hier unten sieht, einmal hier unten bei der 21, zwischen der 71 oder 82 und oberhalb der 73 bis 58 haben wir auch Forstgebiete, wo eben halt auch unsere angehenden Förster sich so ein bisschen austoben können. Ja, was haben wir denn noch hierbei? Wir haben hier insgesamt 7 Höfe, die wir bewirtschaften können, sprich, die wäre eventuell auch Multiplayer-fähig. Kann ich zu diesem Zeitpunkt jetzt noch nicht ganz genau sagen, aber wir haben hier 7 verbaute Höfe mit ausreichend Tierstellen und wir haben hier auch diverse Verkaufspunkte drauf und diverse Produktionen. Ich kann jetzt noch mal ein paar Beispiele erstmal nennen, wie jetzt. Wir haben hier die Spinnerei verbaut, wir haben eine Molkerei, wir haben eine Schreinerei, wir haben hier eine 500 kW Biogasanlage verbaut, wir haben auch eine Ölmühle drin, eine Schneiderei haben wir jetzt hier verbaut, wir haben auch hier diverse Verkaufspunkte, wie Piglets Supermarkt oder eben halt dann unseren Steinbrecher, den wir auch schon aus früheren Videos her kennen. Wir haben hier auch Maypole Exports und. Also wir haben hier sehr, sehr viel. Wir haben auch einen Viehhändler haben wir hier und eben halt dazu auch noch Verkaufspunkte. Und wie gesagt, wir haben insgesamt 7 Höfe. Wir schauen uns jetzt erstmal einen Hof davon an. Das wäre dieser hier. Und ja, man sieht schon, wir haben hier genügend Unterstellmöglichkeiten. Und ja. Wir begeben uns jetzt mal einmal in die Luft. Viele kennen diesen Mode. Und ja. Ja, wie man schon mal hier sieht, ist jetzt der erste Hof hier an der Seite. Das ist dieser Hof hier, der ist nicht gerade klein. Wie man das sieht, wir haben hier ein Silo verbaut, wir haben hier diverse Unterstände, wir haben hier vorne auch nochmal Unterstände und dementsprechend Ställe. Und auch ein Kalkkaufpunkt haben wir jetzt auch noch mit hierbei. Und das geht ja jetzt hier hinten auch noch mal weiter. Hier haben wir auch noch mal einen dazugehörigen Stall und einen Unterstand noch mit dabei. So, wenn wir jetzt weitergehen in diese Richtung, kommen wir jetzt an eben halt unseren Shop jetzt vorbei, der hier jetzt gleich zu finden ist. Hier haben wir jetzt unseren Shop. Ja, also die Fläche, die geht schon, muss man ehrlich sagen. Hier haben wir auch noch mal unsere Getreideverkaufspunkt. Dann haben wir da den Steinbrecher in der kleinen in der Ecke. Dann haben wir hier noch mal eine Öl, also eine Zuckerfabrik noch mal stehen, direkt neben den Shop. So, dann gehen wir jetzt mal zum nächsten Hof, der wäre hier. Und auch diesen hier schauen wir uns jetzt mal einmal aus der Luft an. Ja, auch dasselbe Spiel. Wir haben genügend Unterstellmöglichkeiten. Wir haben hier auch diverse Ställe, wo wir eben halt Viech bewirtschaften können. Oder eben halt dann auch Felder, wie man sieht, drumherum. Das Schöne ist hierbei, muss man auch sagen, wir haben hier kleine Felder wie diese jetzt zum Beispiel. Wir haben aber auch
ja, klein bis mittelgroße Felder. Also ich glaube, hier das größte Feld ist, glaube ich, die 53 oder die 77. Sogar die 79 gehört mit zu den größeren Feldern. Wobei ich eigentlich auch sagen muss, dass da jetzt der Preis, ja gut, mit 374, mit über 300.000 auch schon dementsprechend schon gleich aussagt, dass das die großen Felder eben mal dann sind. So. Jetzt gehen wir einmal zum nächsten Hof. Der würde sich hier hinten links in der Ecke befinden. Auch hier haben wir eben halt diverse Ställe und Unterstellmöglichkeiten, eben halt, um unseren Hof vernünftig zu bewirtschaften. Wir können aber hierbei bei diesem Hof haben wir noch den Vorteil, wir haben auf dieser Seite nochmal einen Verkaufspunkt, der so ein bisschen verborgen ist, wie man hier sieht. Und auch auf der anderen Seite. Den finden wir. Ja. Also wie man schon sieht, hier hat ein Förster richtig Spaß. Hier ist der nächste Verkaufspunkt. Und wie man auch schon hört, mit eben halt auch Verarbeitungssound. So, jetzt gucken wir uns das noch Spielchen nochmal aus der höheren Perspektive an. Ja, also man sieht, hier ist wirklich für jeden etwas dabei, für kleine Felder, mittelgroße Felder und eben halt, ja, recht größere Felder. Wir gehen jetzt mal zum nächsten Hof, der ist hier oben bei der 52, nee, pardon, bei der 35 ist der nächste Hof. Den schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Auch hier haben wir diverse Unterstellmöglichkeiten und wie man schon sieht, 1, 2, 3 Ställe aktuell. Und ja, also mehr kleinere Felder, beziehungsweise nicht kleinere Felder, kleinere Höfe, wo man dann wirklich sagen muss, da muss man schon mal mit, ja, kleinen Maschinen schon mal herbeikommen. Hier haben wir schon mal den nächsten Hof. Auch hier, man sieht schon so ein bisschen diese ähnliche Hofgestaltung, wie die Höfe aufgeteilt sind. Wir sind schon sehr ähnlich, muss ich ehrlich sagen. Wir haben ja auch diverse Unterstellmöglichkeiten und eben halt unser Hauptsilo. Und wieder hier sind auch wieder ein paar Tierställe zu finden. Dann haben wir hier oben noch mal eins bei der 58. Ja, der Hof ist jetzt mehr aufs Getreide her, mehr ausgelegt, weil wir hier nur jetzt Unterstellmöglichkeiten haben und eben halt unser Silo. Und wie man sieht, haben wir hier rundherum auch recht viele Felder. So, der nächste, da haben wir nochmal ein nee, eine Produktion, die Ölmühle und die Schneiderei. Dann wollen wir uns jetzt auch noch mal die BGA jetzt noch mal anschauen. Wie jetzt diese 500 kW Anlage ausschaut. Wir haben hier auch wieder Unterstellmöglichkeiten, zwei große Fahrsilos und ja, wie man sieht, auch dementsprechende Biogasanlage, wo wir eben halt dann auch unsere Verarbeitung starten können und auch ja, unsere Materialien hinverkaufen können. So, wir gucken einmal in unsere Produktionsmenü rein. Ja, die Biogasanlage. Wir können sie befüllen mit Silage, Gülle, Mist und Zuckerrübenschnitzel. Daraus wird dann eben halt dann auch die Gärreste produziert. Beziehungsweise die Silage wird dann ausproduziert. Wir können aber auch Gülle verheizen. Wir können Mist verheizen. Und wir können die Zuckerrübenschnitzel verheizen. Somit können wir eben halt dann unsere, ja, Nebenprodukt von den Gärresten produzieren. So, und wir schauen uns jetzt auch noch mal zu guter Letzt einmal den Haupthof an. Da bin ich jetzt natürlich jetzt gespannt, wie der jetzt aufgebaut ist und wie der jetzt gestaltet ist. Ja,
wie man sieht, alles recht eng gestaltet. Aber wirklich eng gestaltet. Ich denke mal, es könnte auch nichts anderes möglich sein. Aber auch hier haben wir eben halt ausreichend Unterstellmöglichkeiten, so wie auch einige Ställe. Ja, jetzt wollen wir einmal kurz ins Kaufmenü einmal reinschauen, wo wir jetzt gerade hier am Hauptbahnhof sind und gehen in die Rubrik Braun. Ja, wir können sogar hier einige Sachen jetzt, naja, leider nicht verkaufen, dass wir jetzt hier umbauen können, aber das ist jetzt auch kein Beinbruch, sage ich jetzt mal in der Hinsicht. Wäre es eben halt dann auf ja, engeren Höfen zu fahren, besser mag als bei weitläufigen. Naja, der wird dann hier auch ein bisschen aufgehoben sein. Und wie man schon sieht, auch hier haben wir drumherum sehr viele Felder. Also wir können sogar den Hof noch vergrößern oder erweitern. Das ist hier wäre das dann alles dann möglich. So, und zu guter Letzt schauen wir auch noch mal in die Lok rein. Aber in der Lok habe ich aktuell jetzt nichts gefunden. Wobei ich sagen muss, ich habe diese Map jetzt im Singleplayer getestet. Wie sie auf dem DD-Server ist, kann ich zu diesem Zeitpunkt leider nicht sagen. Diese Map gibt es aktuell für PC und Mac. Ob sie jetzt für die Konsole gibt, kann ich leider auch nicht sagen, da ich sie eben halt auf einer Fremdseite gefunden habe, außerhalb von ModHub. Wenn euch diese kleine Mod-Vorstellung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Und sage an dieser Stelle Tschüss und Ciao.